Sebastian, Glückwunsch zum Sieg. Was für ein Spiel hast du heute erlebt? Ja, was für ein Spiel habe ich heute erlebt? Wir haben ganz ordentlich angefangen, wir hatten viel Spielkontrolle, haben einen Gegner laufen lassen, machen dann verdientes 1-0, haben eigentlich danach auch nicht nachgelassen. Von daher bin ich eigentlich mit einem Bauchgefühl in die Halbzeit, dass wir aus der Halbzeit rauskommen und noch eins nachlegen oder vielleicht auch zwei nachlegen. Das war nicht der Fall. Wir haben, beziehungsweise jeder von uns hat 5% weniger gemacht, der Gegner mehr. Und letztendlich müssen wir uns bei Manu Salz bedanken, dass wir heute 1-0 gewinnen. Über weite Strecken habt ihr das Spiel gut im Griff gehabt, bis zum bis zur gelb-roten Karte gegen den Gegner, die euch eigentlich hätte helfen müssen. Oder ist es gar nicht so häufig so, dass es einem hilft? Ja, rein logisch gesehen muss es einem helfen, weil die sind ja einer weniger auf dem Feld. Das ist so der typische Kopfeffekt. Jeder von uns hat gedacht, wir schaukeln das irgendwie über die Bühne. Jeder hat sich auf einen anderen verlassen. Und dann haben wir noch mal weniger gemacht. Und die haben dann viele lange Bälle gespielt. Da haben wir hinten drin die Kopfbälle nicht konsequent geholt. Und dementsprechend sind sie zu vielen Torchancen gekommen, von denen auch der ein oder andere hätte reingehen können. Es ist nicht immer ein Vorteil, wenn man einer mehr ist, weil einfach jeder Einzelne anfängt abzuschalten. Und dann kann es wirklich ganz eng werden. Das haben wir heute gesehen. Womit kann man zufrieden sein? Womit kann man nicht zufrieden sein? Ja, absolut zufrieden sind wir mit dem Ergebnis. Wir haben 1-0 gewonnen. Wenn wir jedes Spiel 1-0 gewinnen, sind wir am Ende der Saison Meister. Wir können auch mit der ersten Halbzeit zufrieden sein bis zum 1-0. Wir haben gut gespielt. Man merkt, dass der Gegner Respekt hatte für uns. Wir hatten Spielkontrolle, wir hatten Dominanz, so stellen wir uns das eigentlich vor. Das ist auch unser Spiel, das ist das, was uns auszeichnet. Das müssen wir einfach 90 Minuten durchziehen und nicht nur 60 Minuten oder eine Halbzeit. Und dann bin ich mir sicher, dass wir im nächsten Spiel alles konsequenter und überzeugender auch machen, wie das heute der Fall war. Der Saisonstart in die Liga mit 3 Siegen in Folge könnte ja besser nicht sein. Ja, der Saisonstart ist Weltklasse. Wir haben 3 Spiele, 9 Punkte, 5-0 Tore. Also da sind wir stolz drauf, da können wir mit zufrieden sein. Aber dennoch sind wir erst am 3. Spieltag. Das ist eine Momentaufnahme. Letztes Jahr hatten wir, glaube ich, nach 3 Spielen 0 Punkte und sind trotzdem irgendwo oben gelandet. Wir dürfen nicht nachlassen. Wir müssen konsequent weiterarbeiten im Training. Jedes Mal an unsere Grenzen gehen, das machen wir momentan und deswegen haben wir das Quäntchen Glück auf unserer Seite, dass wir so ein Spiel wie heute dann auch gewinnen können. Was habt ihr euch insgesamt vorgenommen, auch angesichts des guten Saisonstarts? Ja, wir haben uns vorgenommen, dass wir jedes Spiel gewinnen und wenn wir das schaffen, dann steigen wir am Ende der Saison auf. Dass es im Fußball natürlich immer anders kommen kann, als man plant oder als man sich vorstellt, darauf sind wir gefasst. Auch wenn wir dann irgendwann mal 2., 3., 4. oder 5. sein sollen, dann ist es so, dann geht die Welt auch nicht unter. Letztes Jahr sind wir 5. geworden. Im Leben ist es so, dass immer mehr erwartet wird von einem, so ist es im Fußball auch. Von daher, wenn wir jetzt den 5. Platz verteidigen, dann denke ich, dass einige nicht zufrieden sein werden damit. Von daher müssen wir nach oben schauen, am besten so weit wie es geht, aber ohne jetzt irgendwo Druck aufzubauen. Wir wollen eine gute Saison spielen, wir wollen guten Fußball spielen, den zeigen wir im Moment. Und wenn jeder von uns seine Leistung abruft, dann bin ich mir sicher, dass wir irgendwo oben landen werden. Ob es dann für den 1. Platz reicht oder für den 2., das werden wir am Schluss sehen, sind auch noch andere gute Mannschaften in der Liga. Also über den Aufstieg wird bei euch geredet? Ja, über den Aufstieg wird bei uns schon geredet, klar, wenn man 3 Spiele in Folge gewinnt, dann erinnert man sich gerne an so ein Jahr in Grünbach, wo wir ganz lange oben gestanden sind. Aber ich kann dir auch sagen, wenn wir in 6 Wochen auf einmal 11 Punkte haben, dann redet keiner mehr über einen Aufstieg. So ist es ja immer im Fußball. Also von daher, klar, im Moment sind wir da oben, das genießen wir und dann wollen wir natürlich auch mehr. Wir geben uns nie zufrieden. Aber wie gesagt, ich betone es nochmal, ohne jetzt irgendwie Druck aufbauen zu wollen, wir wollen guten Fußball zeigen. Wir haben eine gute junge Mannschaft, wir haben viele gute junge Spieler, die gilt es an das Oberliganiveau heranzuführen. Das passt im Moment alles und so kann es gern weitergehen. Euer nächster Gegner heißt in dieser englischen Woche am Samstag SV Spielberg. Wie schätzt du diesen Gegner ein und wie wollt ihr das Spiel erfolgreich gestalten? Ja genau, wir spielen am Samstag gegen den SV Spielberg. Die Jungs sind gegen uns immer ganz besonders motiviert, habe ich das Gefühl. Von daher wird uns ein richtig unangenehmes Spiel erwarten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heute gespielt haben. Sie sind mit den ersten 2 Spielen mit 1 Punkt gestartet. Da werden sie auch nicht zufrieden sein. Die haben vorne drin den Torhai Jan Malsam.
den gilt es auszuschalten. Die haben einen gefährlichen Wusler mit Manuel Hasel. Die haben hinten drin mit Stefan Müller und Christoph Niemeyer eine gute Verteidigung. Von daher glaube ich, dass uns ein richtig heißer Tanz in Spielberg erwartet, den wir natürlich gewinnen wollen.